Achtung, das ist eine Triggerwarnung. In diesem Video sehen wir explizit, wie ein Tier getötet wird. Wissen die schon etwas? Spüren die etwas? Ja, die spüren, dass sie in einer anderen Umgebung sind. Aber nicht, dass es langsam fertig ist mit ihnen. Woher sollen die das wissen? Hier endet ihre Leidensgeschichte oder ihre Lebensgeschichte. Und da werden sie gewaltvoll getötet. Und wir finden es wichtig, dass wir hier sind. Einer betäubt, der andere ist zur Sicherheit auch parat. Ich sage es jetzt, wie ich es denke. Ich habe es barbarisch gefunden. Letztes Jahr sind in der Schweiz rund 80 Millionen Tiere geschlachtet worden, sogenannte Nutztiere. Ich selber, ich ernähre mich seit ein paar Jahren vegetarisch, aber auch ich habe früher Fett reingefleischt, ich habe viel Fleisch gegessen. Und ich mag mich erinnern, ich habe so wie selber nur immer das Endprodukt auf dem Teller gesehen und so wie eigentlich vergessen oder wollen vergessen, dass da dazwischen mal ein Tier gestorben ist. Und für die Reportage schauen wir dazwischen. Ich darf, muss dabei sein, wie ein Rind geschlachtet wird. Und ich stelle mir das Horror schlimm vor. Dort müssen zuzuschauen, aber ich stelle mir es noch schlimmer vor, das müssen selber zu machen. Im Durchschnitt hat letztes Jahr jeder und jede in der Schweiz rund 51 Kg Fleisch gegessen. In den letzten 20 Jahren ist der Fleischkonsum nur leicht zurückgegangen. Wie hast du es mit dem Fleischkonsum? Schreib es doch hier unten in die Kommentare. Und was der Mario und seine Freunde dazu meinen, finde ich jetzt raus. Die haben mich nämlich an ihr Grillfest eingeladen. Rauch reingesteppt. Hey, du bist doch gerade Grillmajor. Isst du selber Fleisch? Ich esse noch Fleisch, ja. Nein. Ja. Ja, voll. Nein, ich habe jetzt vor zwei Jahren aufgehört. Aus welchem Grund isst du kein Fleisch mehr? Für mich gibt es eigentlich zwei Gründe. Also, das eine ist die Nachhaltigkeit und das andere ist auch, dass wir Tiere einfach leid tun. Wieso isst du kein Fleisch? Eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm, Fleisch zu essen. Aber weil wir so viel essen, ist es echt viel zu viel. Wieso isst du Fleisch? Ich bin einfach in dem aufgewachsen, habe immer Fleisch gegessen und für mich ist es immer klar war, dass ich Fleisch esse. Wenn man es gerne hat, schon immer gemacht hat, in der Familie auch isst. Ja. Schaust du irgend auf etwas speziell? Wenn ich Fleisch esse, mittlerweile schaue ich wirklich auch darauf, dass es sicher zumindest mal Bio ist oder auch sicher gelabelt. Also ich muss auch ehrlich sein, ausser keine Ahnung, es ist mal so ganz spontan, dass ich meinen Kollegen oder Kollegin jemanden einlade zum Grillen oder irgend so etwas. Ich kann es auch mal sein, dass man vielleicht schnell mal zur Tankstelle hat und dort ist meistens hat es jetzt halt nicht unbedingt noch gerade Veggie-Produkte oder auch Bio-Produkte. Könntest du dir das vorstellen, so zuzuschauen bei einer Schlachtung? Ehrlich gesagt nicht. Ist mir auch zu brutal. Ehrlich gesagt ja. Dabei sein fände ich jetzt nicht so schlimm, aber ich bin froh, dass es andere Leute machen. Überhaupt nicht. Aber das ist auch der Grund, wieso ich es selber nicht esse. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich habe es auch schon in Videos gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, und dass ich mir auch noch sicherer wäre, dass ich einfach eigentlich kein Fleisch essen will. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ich habe gesagt, er muss jetzt noch abmoderieren, weißt? Und ja, das muss ich jetzt. Ja, was nehme ich mit jetzt aus dem entspannten Grill oben? Ich nehme eins mit, und zwar, dass immer mehr einen bewussten Umgang haben mit dem, was sie essen. Und das finde ich eigentlich an sich, jetzt ob es Fleisch ist oder was immer, finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Vom Schweizer Tierschutz gibt es übrigens eine Übersicht über die verschiedenen Fleischlabel, falls du dich besser informieren willst. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Die Rechtsaktivisten, die ich als nächstes treffe, die können mit dem gar nichts anfangen. Sie sind grundsätzlich gegen jeden Konsum von tierischen Produkten und sagen, es gibt keinen guten Fleischkonsum. Jedes Tier ist ein Individuum, keins will sterben. Es ist sehr früh am Morgen, genauer gesagt 5 Uhr am Morgen. Ich bin hier vor dem Schlachthof Zürich und hier findet heute ein Mahnwach statt von Tierrechtsaktivisten von Zurich Safe Movement. Und die möchten das regelmässig, alle Monate, tun sie hier dokumentieren, wie Tiere ein- und ausgeladen werden. Und sie wollen eigentlich den Tieren ein Gesicht geben. Und ich ziehe mir jetzt hier die Mahnwach genauer rein. Da ist wieder mal ein Tag. Ne? Ich könnte euch das nicht vorstellen, es stinkt so krank. Die Mahnwache in Zürich, die werden von der Chantal und ihrer Schwester Michelle mitorganisiert. Sie verbreitet Fotos und Videos von den Tieren auf ihrem Insta-Account. Die Reaktionen von den Lieferanten, wenn sie euch so sehen mit den Schildern und so? Unterschiedlich. Also, wenn wir da stehen, fühlen sie sich halt schon. Es ist ein bisschen schwieriger, oder eben als Gespräch zu finden. Es ist auch schon passiert und wir sind eigentlich auch immer dankbar, wenn das auch passiert, auch der Austausch. Und wir haben nichts gegen Fahrer, gegen Bauern, die Tiere bringen, und Mitarbeiter, sondern wirklich gegen das System. Und für das stehen wir da. Was bringt das, was ihr macht? Also wir sind sicher, also es ist, dass es wichtig ist, dass wir da sind, dass wir können nicht stillschweigend das akzeptieren, dass da tagtäglich ein Massenmord stattfindet. Und
eben, wir glauben auch, dass jede Form von friedlichem Aktivismus auch wichtig ist und einen Teil dazu beiträgt, einfach auch eine Stimme für Tiere zu sein. Und, das, und auch da ist wie ist ein kurzer Moment von ihrem Leben, aber da endet ihre Leidensgeschichte oder ihre Lebensgeschichte. Wir haben eigentlich auch ein bisschen abgestumpft, wenn man das, ich meine, das so regelmäßig sieht, wie jetzt ihr zum Beispiel. Durch das, dass wir das organisieren, haben wir eine Aufgabe. Und das tut manchmal, kann man sich ein bisschen wegschieben, was da passiert. Also ich kann zum Beispiel nicht hier an dem Schlachthof vorbeifahren. Also ich kann nie können. Also ich kann nur an der Mahnwache irgendwie da stehen und dann weiss ich, ich bin für Tiere da. Und dann kann ich mich zusammenreißen und dann geht's. Aber was ganz schlimm ist, wenn da auch plötzlich mal vom Vögel an zwitschern am Morgen. Und da werden so viele Tiere getötet. Ich habe rund 30 AktivistInnen gezählt an diesem Freitagmorgen. Reaktionen von Fahrern habe ich keine gesehen. Die Stimmung war eher ruhig und auch bedrückt gewesen. Aber ich habe es trotzdem sehr eindrücklich gefunden. Also vor allem ganz am Anfang, wie so Zeug geschrauen haben, gequietscht haben. Es hat mega gestunken. Das ist mir schon noch eingefahren. Und vor allem also der, wie soll ich sagen, der Industrie-Vibe. Die Lastwagen kommen voll bepackt, gehen wieder leer. Es ist halt alles so mega taktet. Und wir wären natürlich gerne gerade beim Schlachthof Zürich filmen. Wir haben leider einen Absage bekommen und darum gehen wir jetzt zu einem kleineren Schlachtbetrieb. Und weißt du, das finde ich irgendwie am sträubsten, dass ich irgendwie schon vor dem Tier weiss, dass es gerade sterben wird. Also ich weiss schon über das Schicksal des Tieres Bescheid, bevor das Tier weiss. Das Tier ist so böse. In den grossen oder grösseren Betrieben ist der Schlachtvorgang stark taktet. So kann man jeden Tag hunderte Tiere schlachten. Auch der Michael Büttner hat in so einem Grossbetrieb geschafft. Heute hat er seinen eigenen kleineren Betrieb. Auf seiner Website betont er, dass er eine schonende Schlachtung macht und das Tierwohl an erster Stelle steht. Ehrlich gesagt, ich frage mich, wie das geht. Schließlich stirbt das Tier ja gleich am Schluss. Ui, shit, es fängt gerade an. He? Okay. Also? Ja, nein. Das sind jetzt die Kälbchen, hä? Das sind Kälbchen, genau. Und was denkst du, wissen die schon etwas? Spüren die etwas? Ja, die spüren, dass sie in einer anderen Umgebung sind. Das okay, ist klar. Aber nicht, dass es langsam fertig ist mit ihnen. Woher sollen die das wissen? Geruch vielleicht, irgendwie so. Geruch von Tod, ich weiß nicht. Ich frage ganz naiv. Ja, ja, ein Geruch von Tod, den müsste man ja schon mal kennengelernt haben, um zu vergleichen. Mhm. Die Frage ist, woher sollen sie es wissen, wenn sie es noch nie gesehen haben? Das ist was Neues. Hast du nicht den Impuls, wenn jetzt die Tiere gesehen hast, gerade go streicheln? Ich möchte jetzt gerade go knuddeln eine Stunde. Mach's. Ich meine, ich will ja keine Beziehung zu den Tieren aufbauen, weil ich muss mich ja auf meine Arbeit konzentrieren und schlachten. Ja? Ich muss mich aufs Tier konzentrieren. Also, wenn jemand fragt, wie ist das erste Mal? Für mich ist es immer das erste Mal. Jedes Tier, wo geschossen wird, ist immer das erste Mal. Und jetzt hingehen, um das Tier zu streicheln, das kann ich in meiner Freizeit machen. Das Tierwohl immer mehr das Thema wird, was auch richtig ist. Es ist wichtig, dass die Tiere nicht ein ganzer LKW mit 20 Tieren kommt, sondern die Anlieferungen sind gestaffelt, zeitlich versetzt. Und dadurch haben wir Zeit, die Tiere in Ruhe zu schlachten. Ja? Ich bin eben Vegetarier und probiere jetzt immer mehr vegan. Darum ist es eben auch spannend, jetzt das mal diese Seite zu sehen. Was sagst du zu Leuten, die sagen, so, als Fleischesserin muss man mal eine Schlachtung gesehen haben? Das finde ich richtig. Findest du richtig, ja? Mhm. Auch die Nicht-Fleischesser sollten mal Schlachtung gesehen haben. Und man soll ja offen sein für verschiedene Standpunkte. Und diejenigen, die Fleisch essen, sollen aber dann Fleisch essen, in gesunden Maßen, von Tieren, die richtig geschlachtet werden. Komm, Schatten, komm. Ja. Komm, raus, komm. Halle, komm. Halle, komm. So. Halle, komm. Also die Tiere werden nicht geschlagen. Gott, jetzt gerade los. Jetzt gehen wir rein, ja. Komm, bevor die Hose voll ist. Okay, ist gut. Hinter mir. Wirkt so unschuldig, nicht? Unschuldig. So richtig so neugierig, so was passiert. Das ist jetzt eine voreingenommene Meinung. Ja, das ist gut. Weil du bist vorbelastet jetzt. Ich bin komplett vorbelastet. Ja, das Tier ist jetzt hier zum Sterben. Ja, ja. Ich muss auch sagen, es wirkt wirklich nur entspannt. Es ist wirklich sehr ruhig. So, einer betäubt, der andere ist zur Sicherheit auch parat, falls ein Fehlschuss passieren würde. Das wehrt sich jetzt schon hier. Nee, das ist nicht gewohnt, dass ein Mensch direkt vor ihm steht. Das ist ein unnatürlicher Ablauf. Ja. Ja, das ist klar.
Aber er ist mega ruhig, he? Ja, das muss, ja. Gute Ausbildung, sage ich mal. Ja. Schon vorbei. Jetzt, jetzt musst du hinschauen. Ist das jetzt betäubt oder schon tot? Nein, das ist betäubt. Oh, das ist betäubt. Tot ist das Tier erst, wenn es ausgeblutet ist. Okay. Ich stelle mich da vor euch, dass ihr kein Blut abbekommt. Ich wollte wegschauen, aber dann schaue ich da. Aber das ist auch nicht besser. Also, ein guter Tipp, schau da hin. Okay. Das ist jetzt. Das ist normal. Ja. Aber jetzt Kopf abschneiden, das habe ich schon. Ich sage es jetzt, wie ich es denke, ich habe es barbarisch gefunden. Ja. Einfach so Kopf abschneiden, das kann man, glaube ich, nicht auf eine schöne Art machen. Schau da hin. Okay. Du wirst überrascht sein, die meisten, also fast alle, auch Veganer, Vegetarier, die sind eine halbe Stunde hier am Schlachthof und dann ist das für die normal. Klar, das ist jetzt gestorben. Das ist nicht ein schöner Anblick. Das aber ist ja. Ganz klar. Ich habe auch nie gesagt, dass es schön ist. Ja, es kann auch nicht jeder den Beruf machen. Es fährt schon ein bei mir jetzt. Bei mir, ich weiss, ich war für Klein in diesem Betrieb und wir haben daheim noch geschlachtet, oder, bei uns. Ja. Und das ist, also ich denke immer, die Leute früher, oder, als sie in der Schule sind, das war jeden Dorf ein Schlachthöfli. Es ist jeder daran vorbeigelaufen und jeder konnte hinschauen und ist konfrontiert worden mit dem. Und heute hat man halt so viel Distanz zu dem, wo so abgeschirmt ist. Etwas, was viele immer so gesagt haben, das ist halt Natur, ist natürlich, wir essen Fleisch. Ich würde jetzt sagen, so die industrielle Schlachtung, hat das noch viel mit Natur zu tun? Wir sind dafür regional, kurze Transportwege, das ganze System weniger belastet. Industriell ist nie gut, was mit Lebewesen zu tun hat. Wir waren vor ein paar Tagen an einer Mahnwacht von Veganerinnen und Veganern vor einem Zürcher Schlachthof. Und die haben jetzt in diesem Kontext immer von Mord geredet. Ich schaue, dass die Fleischesser Fleisch in wichtiger Qualität mit Tierwohlaspekten geschlachtet wird, Fleisch bekommen. Ja? Und die Tierschützer, die sagen, dass das Mord ist, ja, dann verklagen wir die Natur. Jedes Lebewesen, wo ein anderes frisst, ist ja auch Mord. So. Ui. Jetzt sind einfach alle die in der Reihe rausgenommen worden, all die Organe, die liegen jetzt hier. Und ich habe das noch nie gesehen, das sind riesige Organe. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es, es sieht so grusig aus. Also ich verstehe, wenn sie sagen, ab jetzt ist es ein Produkt, weil das, also für mich ist es immer noch ein Tier, aber so sieht es dann eigentlich auch im Laden aus. Schon krass, wie schnell das geht, wie schnell es geht vom Tier, das noch lebt, bis zum Produkt. Ich möchte mich bedanken, dass wir bei dir hier zuschauen auf einen Betrieb kommen. Mhm. Weil wir haben schon im Vorfeld auch probiert, auch noch bei anderen Betrieben, und es ist mega schwierig. Also fast niemand will einem reinlassen. Was denkst du, was liegt das? Hat mehrere Ursachen. Das ist ein sehr sensibler Bereich, das ist klar. Und kann immer ein Bild entstehen, das negativ ist. Ja. Wie sollen wir jetzt bei dir spezifisch wirklich im Betrieb hineinschauen und bei jedem Schritt dabei sein? Wir haben nichts zu verstecken. Es kann auch mal unschöne Bilder geben, aber ganz klar ist, dass wir darstellen, wie wir unseren Beruf ausüben, wie wir mit dem Tier umgehen. Wir machen unseren Job nicht nur so gut wie möglich von der Qualität her, sondern wirklich mit Respekt für das Tier und versuchen wirklich bis zum Letzten jede Art von Schmerz und Stress gar nicht aufkommen zu lassen. Findest du, die Menschen müssten ihren Fleischkonsum überdenken oder etwas klar ändern? Absolut. Mhm. Was findest du, muss geändert werden? Ich als Metzger sage, man soll Fleisch essen, ist klar. Also nicht als Metzger, ich würde auch so Fleisch essen. Aber nicht übermäßig. So, man soll bewusster, weniger qualitativ hochwertiger konsumieren. Das wäre für alle besser. Da wäre auch die Massentierhaltung nicht mehr so das Thema. Weil dort sind auch Umstände, wo ja, gravierend sind. Ich habe es Horror gefunden, muss ich schon, also bin ich jetzt ganz ehrlich. Vor allem am Anfang. Aber jetzt kurz. Solange es Leute gibt,
Und es gibt viele Leute, offensichtlich, die Fleisch essen. Bin ich froh, gibt es so Betriebe wie seinen Betrieb. Weil eben, ihm ist das Tierwohl, schwierig für mich das zu sagen, aber das ist ihm wichtiger als in grossen anderen Betrieben wahrscheinlich. Und solange halt die Nachfrage da ist, bin ich froh, wird es auch so gemacht. Ja, das ist meine Meinung. In dieser Repo ist es wirklich nur um die Schlachtung gegangen. Es gibt natürlich noch andere Facetten, zum Beispiel die Tierhaltung, die extrem wichtig ist. Und, es hat schon so ein Video gegeben, und zwar für unseren Kollegen von SRF Forward über die Nutztierhaltung. Und das kannst du hier irgendwo, wenn es einblendet, kannst du reinziehen. Und bitte in der Zwischenzeit abonniere uns doch auf diesem Kanal, um nicht noch mehr solche Videos zu verpassen.